willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Tja, es ist wieder so, dass das Gipfeltreffen tagen muss, denn in der Bevölkerung und unter Fachleuten haben sich Fragen angestaut, die wir nun zu beantworten haben. Wir walten also unseres Amtes. Thorsten Sträter und Johann König. Hey ihr drei, ich bin's, Max Giermann, ich stehe hier in Dubai. Joe Biden möchte die Stärke seiner Sanktionen gegenüber Russland im Ukraine-Konflikt davon abhängig machen, wie stark die Intervention Russlands ist. Daher meine Frage, was ist denn ein geringfügiges Eindringen? Johann. Naja, ich würde sagen, wenn es nicht bis zum Anschlag ist. Dass immer einer aussprechen muss, woran mein Gehirn denken muss. Es ist schrecklich. Ja, aber die Frage, wo ist der Anschlag bei der Ukraine? Also, heißt es Ukraine oder Ukraine? Das ist so wie beinhalten und beinhalten. Ne? Es gibt beide Versionen. Ja. Oder kreiern. Kreiern und kreieren, ja. Oder Recherchen und Recherchen. Komm, ist egal. Ukraine. Das ist ja Ukraine. Also, ich sage immer Ukraine, aber ich kenne auch Leute, die sagen China. Ja. Warst du schon in China? Was soll das sein? China. 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 Ähnliche Problematik natürlich, Quarantäne, Quarantäne. Aber es heißt natürlich Quarantäne. Es heißt ja auch Qualle und nicht Kalle. Ja. Alter Kerulant. Ja. Aber das geringfügige Eindringen ist natürlich politisch zu betrachten. Ja? Na klar. Also militärisch vor allem. Ja? Wie dringt man militärisch geringfügig ein? 4.000 Panzer, 3 Hubschrauber, 90.000 Mann über die Grenze, 1,20 Meter, Kuckuck rufen und dann wieder zurück. Ja. So würde ich es auch sehen. Also, wenn das jetzt die Grenze ist und man geht bloß mal so rein und fragt, ich wollte bloß schnell zum Schuster und dann wieder zurück, ist es geringfügig. Wenn man allerdings jetzt so breitbeinig, wo sind eure Bergwerke, dann würde ich auch schon... Die Kinder machen das ja immer, ich darf hier stehen. Die gehen einen Schritt weiter und sagen, ich darf hier stehen. Also neben dem Geschwisterkind. Nein, Ronny, das ist ein Atomkraftwerk, du darfst hier nicht stehen. Ja, machen Kinder das? Ich darf hier stehen? Ja, wie die Querdenker, die sagen, oh, ich darf hier stehen. Und dann werden die weggeschleppt. Also ich finde das ja von Joe Biden durchaus gar nicht dumm zu sagen, ein geringfügiges Eindringen ist okay. Das ist so wie, wenn ich zu einem sage, wenn du mich doll haust, dann hau ich zurück. Ja, und dann weißt du ja plötzlich nicht mehr, wie doll darf ich überhaupt hauen. Oder wenn man sagt, wenn das Ei zu weich ist, verlasse ich dich. Das heißt, es ist, glaube ich, ein Eindringen ist erwünscht. Und dann sagt er, so wollen wir mal sehen, wie weit sie gehen, bis sie denken, jetzt reicht's ihm. Ich finde, das Ei ist ein sehr gutes sprachliches Bild. Und das heißt ja Eindringen. Da steckt das Wort schon drin, im Ei. Ja. Ja, können wir uns vielleicht festlegen, indem wir das mit einer Maßeinheit bemessen können, was also geringfügig ist, jetzt in Kubikmetern oder in Sekunden oder in Quadratwurzeln? Also Putin ist ja relativ klein. Ne? Vielleicht ist auch das so eine Anspielung auf seine geringfügige Größe. Genau, und die gehen zwar mitten ins Land und sagen, wir sind zwar drin, aber nicht hoch. Ja, so... Zwerge dürfen rein. Ja. Das finde ich gut. Das sollte man so stehen lassen. Also eindringen, so wie du es vorschreibst, bis zu einer gewissen Höhe und ab dort ist es dann ungezogen. Genau. Dann sollte man es auch sanktionieren, indem wir dann angenommen kein Puddingpulver mehr importieren aus Russland. Ja. Also auch kein waffenfähiges Puddingpulver zum Beispiel. Ja. Und das Puddingpulver ja eigentlich immer. Ja. Mit der Haut kannst du ja ganze Landstriche entsiedeln. Hast du mal... Boah. Noch gefährlicher ist natürlich Schlagsahne. So. Sind wir uns einig? Mhm.
Jede deutsche Frau und jeder deutsche Mann weiß, dass ich für mein Leben gerne zum Friseur gehe. Es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht 5-6 Stunden beim Friseur verbringe und dabei die gelben Blätter und die interessanten Postillen durchstöbere. Und dabei ist mir Folgendes aufgefallen. Sehr, sehr selten, ja, ich möchte fast sagen, nie lese ich über euch in Bunte und Gala. Warum? Wir hatten noch nie eine Frage, in der die farblichen Brauntöne so angenehm ineinander übergegangen sind. Ich dachte, warum spricht die Tapete? Und dann war es Wiegald. Ja. Unglaublich. Habt ihr da Praktiken, Strategien? Ja, ich bin halt auch jetzt nicht so interessant für diese Zeitschriften. Diese Zeitschriften sind nicht so interessant für mich. Ich hab's dann eher so mit so Psychologie heute. So, dass man, wo immer du hingehst, da bist du dann auch. Sowas finde ich interessant. Oder dass man, ich wäre gerne mal bei Hornbach in so einer Wochenbeilage. Aber man ist halt jetzt auch verhältnismäßig alte Knacker, fürchte ich. Und das ist, komm, wir haben Glamour, wir sind Hochglanztypen. Ich weiß nicht, ich würde mal sagen, bei uns ist eher so das Schweigen der Glamour, weil... Das Schweigen der Glamour? Ja, ich sehe da nichts. Geiler Filmtitel. Ja, finde ich auch, das Schweigen der Glamour. Es gibt ja Menschen, die nicht in diesen Illustrierten vorkommen. Zum Beispiel, es gibt ja dieses sogenannte Scorpions-Syndrom. Ja, die waren ja Superstars, angenommen, ich glaube, in Russland oder in Japan, durch ihren Hit hier. Sind sie noch, ja. Wind auf Wechsel, das war eine Riesennummer. Und, aber hier in Deutschland hält man die ja eher so für irgendwelche Dorfrocker. Und so ist es bei mir auch. Ich bin eine Riesennummer in Peru. Ja. Und in der peruanischen Bunte, also in der Coloria Multia, da habe ich auch richtig so Home-Stories mit mir, mit meinen Kindern, mit meinen Frau, also mit Personal. Mit gestellten Kindern? Ja, natürlich. Ja. Da gibt's ja dort. Und das fällt nicht auf, dass die ganz anders aussehen als dein Vater? Ich bin ja auch eher so ein dunkler Typ. Und ich habe ja auch so ein bisschen diese südamerikanischen Löckchen. Das ist quasi der Antonio Banderas des Ostens. Habt ihr ein Patentrezept für junge Künstler? Was würdet ihr ihnen empfehlen? Wie sollen sie sich da verhalten? Generell wäre es gut, bevor man in die Presse kommt oder auf YouTube oder auf TikTok oder ins Fernsehen, ist es empfehlenswert, im Vorfeld was zu können. Das ist eine steile These, aber wenn du vorher was kannst... Aber man muss etwas können, was natürlich vielleicht irgendwie außergewöhnlich ist. Ich kann was können. Guck mal, was ich zum Beispiel mache, und darüber muss ich noch eine epische Nummer schreiben, weil das in mir drin ist. Wenn ich aufgewühlt bin, dann gucke ich auf YouTube Stunden Teppichreinigungsfilme. Es gibt da Menschen, die reinigen nonverbal über eine Stunde 40 Teppiche. Und dann ist das so, der Teppich kommt. Und die Überschrift ist immer in englischer Titel: ganz besonders mit Nikotin verseuchter Teppich wird grundgereinigt. Ausrufezeichen. Und dann kommt jemand, der macht einen Eimer voll mit einer halben Mischung spezielles Shampoo, halbes Wasser. In dem Eimer unten sind Löcher. Sodass er wie mit einer Gießkanne mit dem Teppich drüber geht. Dann wird der Teppich benetzt. Und dann schäumt er das ein. Und dann siehst du, wie die erste Schmocke schon rauskommt. Aber es hört nicht mehr auf. Er schäumt ihn ein. Und dann kommt, hat er später so ein Spatel und den ganzen Schronnig. Es gibt nichts Befriedigenderes als Teppichreinigungs. Und dann, und der macht das 10-mal und immer noch kommt Dreck raus. Und ich glaube, das Teppich nie sauber, nie. Und du meinst also, wenn man in der Lage ist, das zu tun, dann ist man auch befugt, in der Gala erwähnt zu werden. Das ist genau das. Wenn du sowas machst wie zum Beispiel Faserreinigungspornografie, denn nichts anderes ist es. Es gibt nichts Befriedigendes als das. Das nichts, also gar nichts. Egal was. Es ist das Befriedigendste, was es gibt. Ja. Wie paaren sich eigentlich Schildkröten? Mit hartem Sex. Nein, ich glaube, das ist das Problem. Ich habe mal so eine Reportage gesehen, bei Schildkröten dauert das, glaube ich, ewig. Weil die müssen sich erst mal ausziehen. Und
das ist evolutionär schlecht gelöst. Diese Panzer lassen sich nur von außen öffnen. Das heißt, die Das stimmt nicht. Ich habe das gesehen bei einer Schnappschildkröte. Die hat unten 4 Spacksschrauben. Die Stoppschildkröte, oder wer? Nicht die Stoppschildkröte, die Schnappschildkröte. Schnappschildkröte. Schnapp. Es gibt auch die Stoppschildkröte. Die hält immer an. Irgendjemand hat ja mal herausgefunden, dass Schildkröten, selbst wenn man sich nicht vorstellen kann, viel mehr Geschlechtsverkehr haben als Menschen. Einfach, weil die so alt werden. Schildkröten werden ja bis zu 380 Jahre alt. Und das kann man ja mal umrechnen. Mach doch. Da müssen wir gucken, das ist schon dramatisch. Ich weiß jetzt nicht, ob die bis ins hohe Alter, also bis 380, ob die bis kurz vorher koitieren. Vielleicht ist er auch mit 375 Schluss. Ja, aber ich meine, die paaren sich auch bedeutend langsamer. Ich habe da mal was gesehen, entweder war das auf sehr, sehr langsam gestellt auf meinem Videorekorder. Oder aber, also ich habe den Verdacht, sogar ein Ölgemälde bumst schneller als eine Schildkröte, weil da ist fast nichts passiert. Hm. Aber die Eier sehen jetzt trotzdem nicht langsamer aus. Also das Produkt... Fang nicht an, persönlich zu werden. Lass uns bei den Schildkröten bleiben. Schildkröten können sich ja komplett einziehen. Die Arme und die Beine und den Kopf. Das ist ja der Zweck des Panzers. Das würde ich auch gerne eigentlich können. Davon hat ja der Mensch gelernt. Deshalb sind ja die Panzerfahrzeuge, die militärischen, auch so, dass der ganze Mensch drin ist. Ja? Nicht, dass da jetzt angenommen außen so die Arme rausgucken und die dann so kämpfen, wenn da einer ankommt. Aber ich glaube, die Frage ist dahin nicht fruchtbar. Denn selbst wenn wir wüssten, wie sich Schildkröten vermehren und wir ihnen vielleicht wohlbringende Tipps geben könnten, dass sie die ja gar nicht umsetzen können, weil die uns ja nicht verstehen. Die Schildkröten verstehen mich nicht, dich erst recht nicht. Das ist eine Sackgasse irgendwie, argumentativ. Das ist ein Dilemma, in dem wir uns hier befinden. Wir können uns zermattern. Wofür? Qui bono, Schildkröte no. Qui bono. U2 ist auch so eine Scheiße, wenn ich das nur einmal... Ja, ihr seid ja auch schon vereinzelt mit Humor in Verbindung gekommen. Kommt ein Mann in der Bäckerei, ist der Bus weg. Frage an euch, was ist an Anti-Witzen witzig? Kommt ein Mann in die Bäckerei, ist der Bus weg? Finde ich, ist selbsterklärend. Ein sensationeller Witz eigentlich auch. Geht ein Cowboy zum Friseur, kommt er wieder, ist das Pony weg? Nee. Das war mit Drogerie, kenne ich den. Wenn hinter Drogerie das Pferd kotzt und der Cowboy sein Pony sucht. Ich hatte mal so was Ähnliches gehört. Kommt kein Bus, sondern kommt ein Buckliger zum Bäcker und will ein Weißbrot. Und der Mehltreibende sagt, schluck doch erstmal das eine hinter. Das hat jetzt natürlich, sag ich mal, mit dieser Geschichte nichts zu tun, außer dass sie beide beim Bäcker spielen. Nein, das ist wirklich unterste Schublade an Witzen. Die beste Pointe ist, aber doch nicht in Ungarn, Herr Oberförster. Da kannst du davor auch erzählen, was du willst. Das ist tatsächlich wahr. Kommt ein Mann zum Bäcker, aber doch nicht in Ungarn. Herr Oberförster. Nee, das funktioniert nicht als tatsächlich... Er bezieht sich ja auf dieses Anti. Was heißt überhaupt Anti? Naja, das sind diese Kinderwitze. Was ist orange und wandert durch den Wald? Eine Wanderine. Was ist grün und stinkt nach Fisch? Werder Bremen. Was steht auf dem Grabstein eines plötzlich verstorbenen Mathematiklehrers? Damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Wie nennt man eine dunkelhäutige Frau, die ein riesiges Flugzeug fliegt? Pilotin. Richtig. Viele müssen lange überlegen. Ja. Und die Zeit, in der sie überlegen, das ist Rassismus. Ja. Und du hättest ein bisschen länger überlegen sollen. Das wäre besser gewesen. Nee, ich fand, wie aus der Pistole geschossen, fand ich es gerade gut. Ja. Ich habe noch überlegt, Co-Pilot, aber... Was macht den sogenannten Anti-Witz, wenn es ihn also gibt, wie ihr behauptet, was macht den Anti-Witz, was unterscheidet ihn vom normalen Standard-TGL-Witz? Er lebt ausschließlich von Absurdität und bietet keine befriedigende Auflösung. Ja, wir sind mit diesem Konzept bereits in Folge 27.
Beleidigungen sind ja so ein bisschen die Würze in unserer Kommunikation und immer gern genommen. Und aber da tut sich natürlich irgendwie schon so ein Graben auf zwischen den Kids, irgendwie, wie die ihre Beleidigungen so formulieren und was wir so damals gemacht haben. Also wenn ihr Jugendwort des Jahres, Cringe zum Beispiel, okay, oder Beleidigung jetzt gerade von den Kids war, glaube ich, du Geringverdiener, ganz abgefahren. Deswegen interessiert mich jetzt, welche Beleidigung aus unserer Kindheit müsste eigentlich mal wieder ein Revival erleben. Ihr seid, die das wissen. Ja. Moose Tee. Das ist eine Beleidigung? Moose Tee. Das ist Moose Tee. Ach so. Aus dem Lied Moose Tee denn, Moose Tee denn, zum Städtel hinaus. Das ist ein beschissenes Wortspiel. Das ist richtig. Das hat er. Schmutz als Wortspiel. Das hat er. Aber ich finde Moose Tee. Ja. Er hat vor allem gemacht, I'm horny, 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 horny. Ich bin ein Hörnchen, Hörnchen, Hörnchen. Ja, er sprach jetzt so ein bisschen von unserer Kindheit. Haben wir eine gemeinsame Kindheit auf irgendeiner Ebene? Als du jung warst, habe ich ja schon Katapulte nach Gondor gezogen. Oh. Wir haben Sachen gemacht wie ich mach dich Friedhof, du Pups. Das war alles sehr, sehr unschuldig. Weißt du? Noch so ein Spruch, Anwaltsbesuch. So, das war solche Drohung. Die Linke riecht nach Friedhof, die Rechte riecht nach Krankenhaus. Es ging nicht darum, dass man schlägt, sondern die Hände haben halt streng gerochen damals. Und das war noch das, so war das, was wir noch so ein Spruch, Kieferbruch hieß das. Ja, wir waren eine Akademiker. Wir haben gesagt, noch so ein Spruch, Anwaltsbesuch. Das hieß bei uns, noch so ein Spruch und deine Zahnbürste greift morgen früh ins Leere. Ja. Also da gibt es ja doch schon ziemliche Ähnlichkeiten. Es waren schon, ja, wir hatten auch, ich mach dir gleich mal das Esszimmer neu, du Frechdachs. Oder wir hatten da schon einige Sachen, also... Aber könnte man sagen, dass die damaligen Drohungen und Beleidigungen vielleicht weniger Gewaltpotenzial impliziert haben als heute? Ja, also ja. Wenn jemand damals irgendwie jetzt nicht so en vogue war, dann hat man gesagt, scher dich zum Teufel, du dreimal um den Kirchturm gewickeltes Bandwurmgerippe. Ja. So, und dann wusste der aber auch, was gemeint ist. Ja, und hat Fersengeld gegeben. Haben wir vielleicht ein Schimpfwort, wo wir sagen, das stellen wir der Jugend unentgeltlich zur Verfügung? Hodengolem. Dann stellst du dieses Wort, diesen Terminus zur Verfügung. Welches du? Ich würde sagen Dösbadel. Dösbadel. Mhm. Ich bin für Sotte. Du Sotte. Und von der Sotte gibt's mehrere. Man kennt ja. Das. Jetzt. Salvador Dali soll im höheren Alter mal gesagt haben, dass ihm echter Sex zu anstrengend sei und er sich lieber zu Erinnerungen selbst befriedigen würde. Ihr kommt ja jetzt auch langsam in so ein Alter, wo das ja eventuell interessant sein könnte, oder? Oder? Oder etwa nicht? Oder vielleicht so ein bisschen anmaßend als Frage, dieses Verschmitzte, na, hä? Seid ihr nicht alt genug zum Wichsen? So kommt das rüber als Frage. Und ob ich das so, weiß ich nicht. Also ich meine, ich beneide natürlich Menschen, die sich an ihren sexuellen Erinnerungen erfreuen können. Also ich habe damit zu tun, die zu verdrängen. Da wirst du in deinem Umfeld nicht der Einzige sein. Und das, da muss man halt... Also Salvador Dalí befriedigt sich auf Erinnerungen. Ach, jetzt habe ich es verstanden. Also bei aller Liebe, aber wenn ich an Salvador Dalí denke, regt sich bei mir gar nichts. Jetzt habe ich es gecheckt. Das entspricht dieser hochgezwirbelte Bart. Da geht bei mir alles schon. Ich wusste immer, warum ich die Bilder von dem Wichser nicht leiden kann. Also er fragt ja, ne, es geht darum, ob man sich auf Erinnerungen selbst befriedigt und ob das irgendwann auch bei uns der Fall ist. Und ich würde ja bei mir sagen... Ich versuche hier gerade, was sehr Intimes preiszugeben. Ich werde von dir total veräumelt. Kannst du dir vorstellen, was das mit mir macht? Dösbadel. Wenn ich mich selbst befriedige, das wird euch alle interessieren. Dann gucke ich natürlich auch zurück in die Vergangenheit. Aber ich fände es schön, dass man, also ich würde die Vergangenheit immer auch mit der Zukunft verbinden. Das heißt, ich stelle mir vor einer Woche war gut,
Aber wen würde ich in Zukunft noch mit dabei haben? Ja, das verstehe ich. Dass man eine Vergangenheit mit einer Zukunftsfantasie knüpft. Ja. Aber wenn man nur in der Vergangenheit verharrt, das würde ich ablehnen. Also wenn ich so leben müsste wie du, würde ich mir auch wünschen, dass es irgendwie in Zukunft besser wird. So. Hallo ihr Lieben. Sagt mal, wenn euer Leben verfilmt werden würde und ihr hättet freie Wahl, wer würde die Hauptrolle spielen? Ich glaube, ich würde sagen, mein Leben ist so austauschbar und belanglos. Die könnten da ein anderes verfilmtes Leben nehmen und einfach Untertitel drunter machen. Nein. Du bist so eine Ikone. Ja, aber ja, schon. aber mein Leben, so. Ja. So, dass irgendwie, ich wüsste nichts, was ich davon jetzt als Film sehen würde. Ich auch nicht. Es sei denn, meine Rolle spielt Britney Spears. So. Mit Spears Brosnan. Das ist lustig, ist ja leider mein Humor. Ja, ich hätte es sonst auch nicht gesagt. Johann möchte ich, dass Johann tatsächlich sich selbst spielt. Ich wüsste sonst auch niemanden, aber... Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendein Schauspieler sich deine Rolle ans Bein nagelt. Na. Der wäre ja für ewig auch in der Schublade. Ja, also das könnte wirklich nur einer machen, der, sag ich mal, der nichts zu verlieren hat. Also, weil... Kevin Spacey. Ja. Kevin Spacey spielt Johann König. Tja, hoffen wir, dass es dazu kommt, dass wir sterben. Euer Leben und damit unser Leben verfilmt wird. Ja. Habt ihr Memoiren schon geschrieben? Also mein Leben beim Gipfeltreffen wurde schon verfilmt. Das heißt, der unsichtbare Dritte. Hm. Ja, moin. Ich als eingefleischter Vegetarier stelle mir gerade die Frage, ob wir nicht alle Veganer werden sollten. Es gibt viele Produkte, die aussehen wie Fleisch, aber sind aus Erbsen oder aus Soja. Erbsen zum Beispiel. Aber ich finde es schön, wenn sie auch Gemüse herstellen würden, das nur aus Fleisch besteht. Ne, umgekehrt, dass man sagt, sieht aus wie ein Brokkoli, aber es ist komplett Hackfleisch. Ja, also meine... Gehirn sieht aus wie Blumenkohl. Ja, oder Walnüsse. Sieht aus wie Gehirn. Meine Schwägerin... Ich habe gedacht, Walnüsse werden solche Teile. Das stimmt überhaupt nicht. Wir verstehen uns. Meine Schwägerin bekam zu ihrem 40. Geburtstag einen Wurststrauß. Das wusste ich auch bis dahin gar nicht, dass es das gibt. Aber das ist ein Strauß, der sieht aus wie ein Blumenstrauß, ist aber voller Jagdwurst und Servelat und geklöppelten so... Sie isst dann den Strauß, wenn so sie den gedacht. Kriegt. Okay. Ja. Cool. Also ich habe mal ein Lied geschrieben für ein Programm und da ging es darum, dass wenn man einen Tiertransporter auf der Autobahn sieht, was die fleischessenden Menschen dann eigentlich denken müssten. Nämlich eigentlich müssten sie denken, lecker, lecker, lecker. So hieß dieses Lied und ich wollte damit... Kannst du das kurz für uns ansingen, bitte? Lecker, 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 da fährt mein Steak, da ist meine Leberwurst auf ihrem Weg zu meinem Metzger, dem ich vertrau. Lecker, lecker, lecker und danke, du Sau. So, und ich habe danach sehr viel Post bekommen. Und zwar von Menschen, um die es in diesem Lied nicht geht, und zwar von Vegetariern. Denn ich habe ja gesagt, eigentlich müssten Fleischesser nicht sagen, wenn sie einen Tiertransporter sehen, oh, die armen Tiere, sondern sie müssten eigentlich denken, lecker, lecker. Das heißt, ich finde es heuchlerisch zu sagen, die armen Tiere, wenn man Fleisch isst. Die Vegetarier haben geschrieben, wie kannst du dich über Tiertransporte lustig machen? Weißt du nicht, wie die Tiere leiden in den Tiertransportern? Und dann habe ich zurückgeschrieben, nein, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die sind auf Klassenfahrt. Meine Frau zum Beispiel isst kein Fleisch mehr und die Kinder auch nicht. Und wir haben Ersatzprodukte, Soja, Fleisch und das ganze Zeug, Tofu. Und ich unterstütze meine Frau in dem, dass ich ihr diese Sachen nicht wegesse. Ich bin dafür.
Also ich glaube, wir können uns alle vegetarisch ernähren. Unserem Blutbild wird es gut tun. Vegan? Es geht ja um Veganismus. Nee, also. Vegan nicht. Hat er gesagt, vegan? Nee, vegan nicht. Weil? Spiegeleier. Hm. Spiegeleier, Milch. Milchspiegeleier. Nutella. Bei Nutella werden ja auch Haselnüsse geschlachtet. Du weißt, was ich... Da ist ja auch irgendwie Molke. Also ich würde doch dafür plädieren, vielleicht als Fazit, wenn es mir gestattet ist, also wenn man ja schon Vegetarier ist, dann würde ich mich in Zukunft auch versuchen, dann gänzlich vegan zu ernähren. Alles andere, das ist sowas wie so ein bisschen schwanger, meine ich. Also so... Oder? Ich will da nicht mit reingezogen werden, was soll ich sagen? Hallo, mein Name ist Tim Melzer und ich habe mir folgende Frage überlegt für die drei Humor-Hooligans. Schöne Grüße übrigens an dieser Stelle. Und zwar der Walter Steinmeier wird ja aller Wahrscheinlichkeit nach weiterhin für eine Legislaturperiode unser Bundespräsident bleiben. Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, was würdet ihr tun, wenn ihr für einen Tag sozusagen der König von Deutschland wärt? Also da würde ich aber die Ärmel hochkrempeln vom Polunder. Ich glaube, das ist dahingehend illusionistisch oder illusionär, da ja, du wirst ja jetzt nicht plötzlich Bundespräsident, denn um dieses Amt begleiten zu können, du wirst ja quasi jahrelang erstmal in so eine politische Marinade eingelegt, bis du diese Weihe und diesen Pathos hast, das zu transportieren, was das Amt eben mit sich bringt. Ja, du musst ja immer irgendwie Grenzen niederlegen oder Tankstellen eröffnen und du musst alles so formulieren, dass es diese Weihe bekommt. Ja, so im Besteckkasten hat sich ein Quirl verklemmt. Und insofern brauchst du, den hättest du. Ja, ich könnte da, also ich könnte, du musst ja nichts. Ich hab den Herrn Steinmeier ja mal getroffen, hat da aber was getrunken. Lass mal. Der war betrunken? Nee, er nicht. Also, es war irgendwo im Auswärtigen Amt, war irgendeine Feierstunde, was weiß ich was für eine. Und dann gingen da immer Mädels vorbei mit so Sektdingern. Ich vertrag keinen Sekt, habe ich mir gedacht, komm, dann habe ich mir den Helm verchromt, weil ich so ein bisschen nervös war. Und dann war ich besoffen. Also, es geht bei mir recht. Also ich vertrage ja auch nichts. Verstehst du? Ja, verstehe ich. Bums und weg vom Fenster. Und dann war ich richtig besoffen, also richtig schlimm, richtig dieses Lorette de Mar besoffen. Ole, ja, die Sorte besoffen. Ja. Nicht dieses, wo man denkt, ui, da ist aber einer angeschickert, sondern ich hab dich lieb. So, das, die Sorte besoffen. Und dann sagte Frank-Walter Steinmeier, Sie sind auch Kabarettist, nicht wahr? Und ich sagte auch zu laut, nee, ich mache hauptsächlich Peniswitze. So völlig gelallt. Also der Bundespräsident ist quasi wie diese Rentner, die immer vor Baustellen stehen und sagen, so kann das nichts werden. Sonst, das ist alles, oder? Ja, eigentlich. Das mache ich später auch. Ich warte noch 10 Jahre und dann gucke ich, wenn was ausgeschachtet wird, so wird das im Leben nichts. Nein, aber wenn ich Bundespräsident wäre, würde ich sagen, ihr dürft auch mal, was weiß ich, Containern zum Beispiel. Das ist, was ich meine. Ich würde sowas wie Containern sagen, komm, macht das ruhig. Dann würde ich diesem Präsidentenamt sowas nehmen. Der wäre mehr am Volk, mehr an den Sorgen der Menschen. Und hast du jetzt nur ihn gefragt, ob er weiß, was du meinst? Du schließt mich als Präsident automatisch aus. Nein, im Gegenteil. Also ich persönlich denke mir, so ein Farbtupfer könnte das durchaus vertragen. Ich glaube, du könntest den Menschen auch viel mitgeben. Wenn ich Präsident bin, muss ich gar nichts. Außer ich muss natürlich nun die Sendung beenden. Wir bedanken uns bei Ihnen hier im Saal und natürlich bei Ihnen zu Hause. Bleiben Sie uns gewogen. Das Gipfeltreffen sagt auf Wiedersehen. Dankeschön.